Horrorszenario Zero-Click-Anfragen. Viele stellen sich die Frage, ob Zero-Click-Suchen wirklich ein großes Problem im SEO sind und ob es deswegen beispielsweise überhaupt noch Sinn hat, Keyword-Rankings zu reporten. Und andere wiederum fragen sich, ob Google immer mehr zur Destination wird und ob das ganze Thema Organic Search deswegen für sie noch Sinn hat. Und natürlich ist auch die Frage, wie verhalten sich eigentlich die User bei eben solchen Suchanfragen. Und um all diese Fragen geht es in diesem Video und dafür nutzen wir die neueste SEMrush Zero-Click-Ranking-Studie. Also dranbleiben! Hi, mein Name ist Andor und ich bin SEO-Consultant aus Berlin und berate sowohl Publisher als auch Shops und Marktplätze im Bereich technischem und strategischem SEO. Und wie wir alle wissen, lässt sich das Nutzerverhalten im Bereich der Suchmaschinenoptimierung wirklich nur noch sehr schwer vorhersagen. Eines der in den letzten Jahren wirklich zu einem Horrorszenario aufkommenden Thema ist die Zero-Click-Suche. Wenn der User also nicht einmal mehr auf ein Ergebnis klickt, sondern einfach die Suche verlässt oder eine neue Suche startet, ohne jemals geklickt zu haben. Dieses Verhalten hat langfristig natürlich auch echt Folgen für sowas wie Vermarktungsfähigkeiten von Webseiten oder eben auch am Ende deren Umsätze und umtreibt deswegen viele Publisher und Webseitenbetreiber. Um dem Thema mal ein bisschen Kontext zu geben, gehe ich heute mal auf die SEMrush-Studie ein, die sie durchgeführt haben, indem sie auf Basis von Clickstream-Daten über 600.000 Suchaktionen in den USA ausgewertet haben. Und wir schauen uns am Anfang einfach mal die Desktop-Daten an und gehen dann später in die Mobile-Daten über. Bei Fragen zu der Methodik lest euch gerne den englischsprachigen Blogartikel durch, der unten in der Beschreibung verlinkt sein wird. Hier geht es vor allen Dingen um die Ergebnisse der Studie und wie gesagt, es bezieht sich vor allen Dingen auf die USA in diesem Jahr. Also viel Spaß! Das erste Thema, das wir uns anschauen werden, ist eines, das uns schon lange im SEO beschäftigt und immer wieder beschäftigen wird, nämlich die Länge der Suchanfragen. Ausgehend davon, dass wir im Zuge der Sprachsuche ja eher längere Suchanfragen erwarten, weil hier das Thema Suche eher wie eine Konversation geführt wird, haben die Daten der Studie erneut gezeigt, dass bis heute die Suchanfragen mit 3 bis 4 Wörtern an erster Stelle stehen, gefolgt von sehr kurzen Anfragen mit 1- und 2 Wortsuchen. Bis heute spiegelt das Suchverhalten also eher kurze Suchanfragen wider. Nur ca. 13% der analysierten Anfragen waren länger als 6 Worte und dennoch wissen wir, wie relevant und qualitativ hochwertig gerade dieser Longtail sein kann. Also, don't miss him. Und wenn wir uns dann einmal so ein klassisches Suchergebnis-Listing vorstellen, dann ist natürlich die nächste Frage, die wir uns oftmals stellen, die nach der Entscheidungsgeschwindigkeit des Users. Ich glaube, es war so 2011, da haben wir oft im SEO über diesen typischen Triangle Scan gesprochen, wo wir eben ein Suchergebnis haben und dann so ein bisschen nach rechts abdriften und dann wieder zurück in die Mitte und dann wird im Prinzip eine Entscheidung vorgenommen. Ich glaube, es gab damals auch so sehr schöne Heatmaps und Clickmaps immer dazu. Aber auch die ausgewerteten Daten für jetzt von 2022 zeigen, dass die User ihre Entscheidung wirklich schnell treffen. Über 70% der User reichen 15 Sekunden, um eine Entscheidung zu treffen, was sie anklicken wollen. Und bei 45% sind es sogar nur 5 Sekunden. Das mag im ersten Moment ziemlich lang klingen, aber mit Verweis auf die unterschiedlichsten SERP-Integrationen, die wir heutzutage einfach mal haben, ist das wirklich sehr, sehr schnell. Und auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass natürlich ihr echt deswegen darauf achten müsst, wie ihr euer Snippet optimiert, weil das Snippet ist euer Elevator-Pitch und die User überlegen nicht lange, also optimiert eure Snippets, um da so gut wie möglich zu performen.
Kommen wir aber nun einmal zu der wohl spannendsten Frage überhaupt in der Studie, der Klickverteilung auf die unterschiedlichen Ergebnistypen. Hierzu hat SEMrush die Klicks in 5 unterschiedliche Kategorien eingeordnet, die ein User nach Abschluss seiner Suche durchführen kann. Wir gehen einmal davon aus, dass es den klassischen organischen Klick gibt, dass es den bezahlten Klick gibt, dass es einen Google-Klick gibt, das heißt, dass der User hier beispielsweise eben in einen vertikalen Reiter klickt, ja, Bilder, News, sowas in der Art. Es gibt eine Google-Keyword-Änderung, was im Prinzip auch so eine Art Null-Klick ist, aber wo der User eben nicht sozusagen wohin klickt, sondern seine Suche verfeinert, ja, vielleicht sogar verändert. Und am Ende gibt es dann natürlich den klassischen echten Zero-Click, der sich in dem Falle in der Studie als Differenz aus den anderen ergibt. Und wie ist das Ergebnis? Die gute Nachricht für alle SEOs da draußen, die Organic Clicks machen laut der Studie Desktop immer noch 45% aller Klicks aus und unterstreicht damit eigentlich noch einmal die Bedeutung des Marketingkanals SEO für eine Webseite im Vergleich zu Paid Search, wo es gerade mal nur 1,8% sind. Und der Anteil an SEO-Klicks liegt bei gut 25% und damit an zweiter Stelle nach den Organic Clicks. Auch spannend ist aber, dass fast 30% der Nutzer ihre Suche in irgendeiner Form anpassen, erweitern oder verfeinern. Und sei es eben nur durch den Klick beispielsweise auf eine SERP-Funktion. Die fast 10% Google-Klicks sollten wir hier daher also wirklich einfach nochmal hervorheben. Denn oftmals werden die vertikalen Reiter in der Google-Suche gerne etwas vernachlässigt. Insofern sind mehr als 9% hier wirklich ein spannendes Ergebnis. Das vielleicht etwas Überraschende an den Daten ist, dass sie sehr, sehr klar aufzeigen, wie wichtig das Thema Verfeinerung der Suchanfragen ist und dass es bei der Optimierung wirklich ein zentraler Bestandteil der allgemeinen SEO-Diskussion sein sollte. Eine weitere spannende Frage ist die, welche Aktion der User ausführt, nachdem seine Hauptsuche beendet wurde. Dazu schauen wir uns noch einmal ein paar zusätzliche Daten zum Thema Zero-Clicks an und betrachten, auf welche Arten von Suchergebnissen und SERPs User nach der Durchführung der allgemeinen Suche klicken, wobei hier laut Studie eine Aktionspause von ca. 2 Minuten angesetzt worden ist. Circa 6% aller Nutzer wechseln in der Hauptsuche oder von der Hauptsuche zu einer Bildersuche. Damit liegt die Bildersuche gut 5% vor dem zweiten Platz und ist somit der klare Gewinner unter den Suchtypen. Wobei gerade mit dem Blick auf die Zukunft dürfte das Thema Video hier durchaus spannend werden. Denken wir einmal an die sich zuspitzende Konkurrenz in diesem Content-Format. Und nochmal, wir reden gerade nur über Desktop. Aber jeden, der die Entwicklung der Suchergebnisse in den letzten Monaten beobachtet hat, dem ist, glaube ich, verstärkt das Auftreten der Bilderintegration nicht verborgen geblieben. Weswegen dieser hohe Anteil hier eigentlich auch logisch erscheint. Vor allen Dingen, wenn wir uns die neuen Bildervorschauen angucken, die man Desktop direkt in den SERPs abgebildet bekommt. Also die genau da auch stattfinden. Schon lange sagen wir im SEO, dass es nachteilig ist für ein Ergebnis, wenn ein User auf ein Ergebnis klickt, zurück in die SERPs springt und dann seine Suche beispielsweise anpasst, weil die bisherigen Suchergebnisse dann demnach nicht zufriedenstellend waren. Das würden wir im Allgemeinen als eine klassische Verfeinerung der Suche bezeichnen. Die Daten haben aber gezeigt, dass das Verhalten auch ohne einen Klick vorkommt, also ohne dass ein Klick durchgeführt wird auf ein Suchergebnis. Und auch das hat sich die Studie dann einmal ein bisschen genauer angeguckt. Die Frage, die sich gestellt wurde, ist, wie ähnlich ist eigentlich die nachfolgende Suchanfrage, die nach der Hauptsuche kam, vor allen Dingen im Vergleich zur Hauptsuche. Sprich, haben wir es eher mit einer Verfeinerung zu tun oder mit einer komplett anderen Suche? Und laut der Analyse der Klickdaten
haben etwa 55% der Fälle eine Ähnlichkeitsbewertung von 0,6, was so ca. 60% entspricht oder mehr. Und das bedeutet also, dass wenn eine weitere Suche vorgenommen wurde, diese bei mehr als der Hälfte aller Fällen eine deutliche Ähnlichkeit zur Hauptsuche hat. Die Tendenz geht also hier klar in Richtung Verfeinerung. Dazu ist es super spannend zu sehen, dass die meisten Suchen in der Folge die gleiche Länge haben wie die Erstsuche, was ja zumindest mal auch so ein bisschen Spielraum für Interpretation lässt, weil die Zweitsuche ja den gleichen Zusammenhang hat oftmals, ja, aber sie ist halt nicht länger. Immerhin ist bei ca. 35% der Zweitsuchen die Anfrage dann allerdings 1 bis 2 Wörter länger. Und nur bei 1% aller Suchanfragen ist sie dann länger als 5 Wörter. Also nur wirklich wenige fangen dann an, einen, ich sag mal, Halbsatz reinzuschreiben. So, das war's schon mal zu den Desktop-Daten und ich fand die schon richtig spannend. Und jetzt kommen wir hier nochmal zu den Mobile-Daten. Das sind im Grunde die gleichen Charts, wie wir sie bei Desktop schon gesehen haben, aber zum Teil eben auch im Vergleich. Und wir fangen an mit der Länge der Suchanfragen. Denn gerade da könnte man ja durchaus annehmen, dass die kürzer sind im Mobile-Bereich, weil das Tippen mit dem Smartphone anstrengender ist, weil man vielleicht unterwegs ist, weil man abgelenkt wird und so weiter. Aber weit gefehlt. Die mobilen Ergebnisse sind den Desktop-Ergebnissen sehr, sehr ähnlich. Ja, auch die ganz langen Anfragen sind hier weniger vorhanden, aber dafür mehr Anfragen mit 3 oder 4 Wörtern. Dennoch liegen die Ergebnisse hier schon sehr nah beieinander. Wo wir eine erste deutliche Abweichung sehen, ist bei der Entscheidungsdauer. Hier sehen wir nämlich, dass die Nutzer mobil, wenn sie suchen, mehr Zeit benötigen, um sich für den nächsten Schritt zu entscheiden. Das liegt natürlich auch irgendwie nahe, dass das bei kleineren Displays hier vielleicht auch länger dauern kann, weil man vielleicht auch mehr scrollen muss. Ja. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, es gibt sicherlich auch die Möglichkeit von externen Auswirkungen in Bezug auf die Umwelt. Ja, man ist beispielsweise gerade in der U-Bahn oder im Bus. Ja, auch solche Sachen können natürlich dann am Ende auf sowas wie eine Entscheidungsdauer einwirken. Und dennoch, über 30% entscheiden sich auch hier innerhalb der ersten 5 Sekunden. Aber es ist halt schon deutlich weniger als bei Desktop. So, kommen wir dann wieder zu der Frage der Kategorie. Wir erinnern uns nochmal an die 5 unterschiedlichen Kategorien, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Verteilung an. Der Anteil der Organic Klicks liegt weiterhin bei etwas mehr als 43% und damit nur leicht unter den Desktop-Daten. Das ist schon mal ziemlich cool. Paid dagegen sieht leider gar nicht mehr gut aus. Sorry guys, aber ihr seid mobile so gut wie gar nicht mehr relevant. Aber der Anteil an allen Google-Klicks bzw. den Zero-Searches, der liegt jetzt schon bei 57%, wobei die Differenz, also hier wirklich die wirklichen Zero-Klicks, nur bei 17% liegt und damit auch etwas unter den Desktop-Daten. Der Anteil der Google-Klicks bzw. der Zero-Searches hat sich also zwischen Desktop und Mobile gar nicht mal so sehr verändert. Aber die Verteilung innerhalb der Kategorie hat das durchaus, denn die Google-Keyword-Searches, also das Verfeinern oder Verändern der eingegebenen Suche, ist um 12% angestiegen. Die Attraktivität der Funktion, die eine Suchanfrage also sozusagen direkt beantworten, scheint auch mobile nicht so hoch zu sein. Und echte Zero-Click-Searches sind demnach weniger ein mobiles Phänomen als ein Desktop-Phänomen. Und das genutzte Device beeinflusst das Klickvolumen von Organic-Ergebnissen so auch nur marginal. Ach so, und hatte ich vorhin eigentlich gesagt, dass Videos als nächster Klick immer wichtiger werden? Schauen wir uns mal die Daten an. Wenig überraschend gewinnen auch hier im Mobile-Bereich die Bilder und das sogar noch stärker als Desktop. Aber man sieht auch, dass im Vergleich zu Desktop die Anzahl an Videoklicks deutlich angestiegen ist. Dass es so gut wie keine Klicks auf die zweite Seite gibt,
dürfte laut SEMrush im Übrigen vor allen Dingen am Continuous Scrolling liefern. Also achtet definitiv auf eure Videos und eure Bilder innerhalb der Branche. Schauen wir uns jetzt noch einmal das Thema Similarity an, also die Ähnlichkeit der folgenden Suche im Vergleich zur ersten. Das hatten wir ja schon für Desktop getan und auch hier sehen wir im Mobile-Bereich einen deutlichen Unterschied. Hatte bei Desktop noch über die Hälfte der folgenden Suchen einen Wert von 0,6, also die knappen 60%, so ist es bei Mobile nur noch 39%. Die folgenden Suchen weichen mobil also deutlich stärker von der Hauptsuche ab, was wieder bedeuten könnte, dass die Hauptsuche entweder schon erfolgreich war und daher eben eine neue Suche nötig war, aber eben auch das Thema externe Einflüsse sollte hier nochmal erwähnt werden, das schnell zu einem Wechsel im Kontext sozusagen der betroffenen Person führen kann. Denn auch bei der Länge der nachfolgenden Suchen sehen wir hier einen deutlichen Unterschied zwischen den mobilen und den Desktop-Daten. Mobil sind überraschend mehr als 27% der zweiten Suchbegriffe kürzer als die erste Anfrage. Desktop war das nur bei 22% der Fall. Es existiert prozentual also auch weniger Suchanfragen mit nur einem Wort länger als bei Desktop. Und die anderen Werte ähneln sich jedoch sehr. Ob bei der Kürzung der mobilen Suchanfragen vielleicht auch eine Spracheingabe in die Suche eine Rolle spielen kann, die dann im Nachhinein sozusagen gekürzt wird, darüber kann hier nur spekuliert werden, wäre aber wohl eine mögliche Erklärung. Fassen wir das Wichtigste jetzt noch einmal kurz zusammen. Erstens, betreffend des Themas echte Zero-Clicks liegt Desktop vor Mobile. Dafür wird aber mobil im zweiten Schritt vor allen Dingen beim Thema Suche deutlich stärker angepasst. Punkt Nummer 2. Organic hat Desktop wie Mobile noch immer einen sehr, sehr großen Klickanteil. Und sorry, Paid findet mobil so gut wie gar nicht statt. Aber was richtig spannend ist, der Anteil der organischen Klicks auf dem Handy ist gegenüber Desktop auch nicht gestiegen. Obwohl wir in den Daten gesehen haben, dass die Zahl der ähnlichen Suchanfragen mobil deutlich geringer war als Desktop. Man könnte daher auch davon ausgehen, dass hier mehr unterschiedliche Suchanfragen existieren, die dann natürlich aber auch wieder einen Klick auslösen könnten. Ist aber nicht passiert. Immerhin war der Bereich Google Keywords mobil 12% über den Desktop-Werten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Handynutzer mehrere Suchanfragen durchführen, ist also weitaus größer als bei Desktop-Usern. Nur bei knapp 18% der Suchanfragen gab die Nutzung auf dem Desktop ein neues Keyword ein, während die Zahl auf dem Handy ja bei fast 30% lag. Und drittens, der Anteil der Google-Klicks, also auch in Bezug auf die Verticals oder die SERP-Implementation, beträgt Mobile wie Desktop um die 10%. Der Anteil scheint nicht hoch, vor allen Dingen verglichen mit dem Anteil der Verfeinerung der Suchen. Und dennoch ist es ein guter Indiz dafür, dass man auch hier seine SERPs im Blick haben sollte und sein Inventar darauf optimieren sollte. So, das war's von mir. Soweit zu der Studie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr zu der Studie wissen wollt, dann klickt einfach mal auf den Link und dann könnt ihr da noch ein bisschen was nachlesen. Da wird es auch sicherlich mal ein Update in ferner Zukunft geben. Also verfolgt das gerne weiter. Und ansonsten freue ich mich auf einen Daumen hoch hier. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr auch das nächste Video nicht verpassen könnt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.